Du bist auf der Suche nach günstigen Rocket League Autos, Items oder Credits? Dann schau jetzt unbedingt mal in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zu meinem Partner Rocket League Exchange. Dort gibt es die günstigsten Preise und mit meinem Code REAPERS sparst du auch nochmal 3%. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Wir sind heute wieder auf Rocket League Insider, da ich heute wieder ein richtig cooles Item mit dabei habe, womit du auf jeden Fall traden solltest, um einfach Credits zu machen in Rocket League, ja. Lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da und bleib gerne bis zum Ende des Videos dran, um das Ganze hier heute nicht zu verpassen, und schreib mal gerne in die Kommentare, ob du selber aktiv mit Rocket League Items tradest. Würde mich einfach mal interessieren. Ist eine super einfache Methode, um Credits zu bekommen, ja. Da viele einfach die Items teurer kaufen. Man kann viele Items oder Autos oder so günstiger einkaufen und dann eben für mehr verkaufen. Funktioniert super, wenn man eben zum Beispiel auf einem Discord die Items günstiger bekommt und dann an andere Spieler für mehr verkauft. Ist alles machbar, kann ich euch generell nur empfehlen. Wie gesagt, sind wir auf Rocket League Insider und heute geht es um ein bestimmtes Item. Ich hatte ja letztens schon mal ein Video gemacht über die Apex-Räder. Da weiß ich auch gar nicht, wie die sich verhalten haben in der letzten Zeit. Wir können ja mal nachschauen. In Titanweiß hatten wir geguckt, okay, die sind auf jeden Fall brachial nochmal jetzt runtergegangen, oder? Also ja, okay, es geht sogar. Ja, die sind immer noch hier bei so 20.000. Das letzte Mal, wo wir, glaube ich, geguckt hatten, waren die aber hier eben noch bei 40.000. Ja, hier hatten wir das letzte Mal ein Video gemacht. Im August. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Heute soll es aber auch nicht um die Apex-Räder gehen, sondern um den Alpha-Fake-Boost. So wird er auf jeden Fall genannt. Und zwar gibt es ja den Alpha-Boost, der ist extrem teuer, kostet bis zu 4.000, 5.000 Euro. Wenn man das Ganze wirklich in Euro umrechnet, ich glaube in Credits, kostet er so 1 Million Credits, was wirklich verdammt teuer ist. Und kaum einer hat eigentlich einen Alpha-Boost. Also ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, noch nie in der Runde gesehen. Wenn, dann sieht man wirklich den Fake davon. Und das ist der Thermal oder Thermik, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, und zwar in Orange, ja, und ihr seht schon, normalerweise kostet der so kaum was, so 300 Credits, 400, dann vielleicht auch mal, ja, hier 400, 500, 600, so um den Dreh kostet der aber absolut nicht über 1000 Credits, außer in Orange eben, da kostet der mal eben hier 6200 bis 6800 Credits. Und das liegt eben daran, dass das ein Alpha-Fake-Boost ist. Und da der halt wirklich genauso aussieht, nutzen den halt extrem viele, um halt quasi vorzuspielen, hey, ich habe den Alpha-Boost, obwohl ich ihn eigentlich nicht habe. Wenn wir uns mal da das gesamte Board ansehen, ja, die gesamte Linie, dann sehen wir hier, er war auch echt lange auf 100 Credits. Ihr müsst mal überlegen, stellt euch mal vor, ihr hättet den hier eingekauft, ja, weiß ich nicht wie oft, und hättet ihn hier verkauft, dann wärt ihr absolute Millionäre und könntet euch wahrscheinlich den richtigen Alpha-Boost leisten, alleine durch das Traden mit dem Fake-Alpha-Boost, ja. Genau, wir sehen hier, der ging dann hoch, ja, immer weiter und immer weiter, und der geht auch immer noch nach oben. Also ich kann euch eventuell empfehlen, wenn ihr jetzt gerade Credits machen wollt, dann kauft euch den Fake Alpha Boost, also Thermik, Thermal in Orange, und ich sag euch, der wird auf jeden Fall noch auf eventuell 10.000 Credits gehen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, ich kann es euch natürlich wieder nicht garantieren, aber wir sehen hier auf jeden Fall eine deutlich steigende Kurve. Es ging wirklich immer weiter nach oben, und generell feiert ihr die Videos so, ja, auch wenn ich halt eben sage, wie ihr einfach Credits machen könnt. Falls ihr den einfacheren Weg nehmen wollt, sage ich mal, dann könnt ihr auch einfach in die Videobeschreibung schauen, da findet ihr meinen Partner Rocket League Exchange, da könnt ihr auch einfach Credits kaufen günstiger, aber wer halt eben kein Geld ausgeben möchte, kann super easy die Trading-Methode nutzen. Umgerechnet sind ja so 6000 Credits, ich glaube 50 Euro, also wenn ihr da einmal, sage ich mal, 50 Euro investiert, könntet ihr mal eben 4000 Credits plus machen, denke ich, in der nächsten Zeit, vielleicht in so einem Monat, könnte der gut zu Weihnachten bei 10.000 Credits liegen. Könnte ich mir gut vorstellen, vor allem zur Weihnachtszeit müssten die Items eigentlich wieder nach oben gehen. An der Stelle würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was denkt ihr, wird er nach oben gehen? Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, da der wirklich in letzter Zeit, also beziehungsweise wenn man es hier sieht, seit Januar geht er nur nach oben, also da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt mit. Lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da. Euer bei REAPERS. Yo, ciao, ciao.